Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, welcher Zeitpunkt wäre besser geeignet als jetzt, um über die Abschaffung der Abschiebehaft zu sprechen? Wenn wir dann gleichzeitig ein Abschiebehaftvollzugsgesetz verabschieden wollen, auf dessen Basis dann die Landesregierung eine sehr teure Abschiebehaftanstalt betreiben will. Weil all das bräuchten wir nicht, wenn wir die Abschiebehaft abschaffen. Aber, Kollegin Düker, wir führen jetzt keine Grundsatzdebatte, da muss ich Sie enttäuschen. Und Herr Kollege Stotko, wenn Sie den Antrag gelesen hätten. Nein, haben Sie nicht. Sie haben den Schluss nicht gelesen. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich der Initiative der Landesregierung von Schleswig-Holstein anzuschließen und die Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Abschiebungshaft mit zu erarbeiten und mitzutragen. Und über all das werden wir im Ausschuss sprechen, weil da brauchen wir heute nicht direkt abstimmen, sondern es ist eine Überweisung. Und deswegen komme ich jetzt zum Gesetzentwurf zum Abschiebehaftvollzug. Ja, nach wie vor ist das etwas, was wir als völlig untauglich ansehen, um eine Abschiebehaft, das heißt das Wegsperren von Menschen, zu regeln, weil in dem Gesetz wird eklatant Europarecht verletzt. Es wird das Abstandsgebot nicht eingehalten. Es wird auf ein Strafvollzugsgesetz verwiesen, was völlig untauglich ist und nach Europarecht die Abschiebehaft nicht regeln darf. Die Landesregierung hat im Dezember den Gesetzentwurf vorgelesen. Aus irgendwelchen Gründen konnten wir erst im Februar eine Anhörung dazu beantragen. Vorher gab es die Möglichkeit im Ausschuss nicht. Keine andere Fraktion hatte ein Interesse daran. Keine andere Fraktion hat einen Sachverständigen für die Anhörung benannt. Alle wollten diesen Einblatt-Gesetzentwurf möglichst schnell durchwinken. In der Anhörung am 14. April wurde der Gesetzentwurf für völlig unzureichend erklärt. Das Fazit der Sachverständigen war, das Gesetz nicht zu beschließen, da es in mehrfacher Hinsicht verfassungs- und europarechtswidrig ist. Und daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Zwei Änderungsanträge liegen uns nun vor. Die versuchen, das Gesetz zu flicken, aber die machen die wenigen Regeln noch schlechter. Dass die Laufbahnregelung für die Beamten vergessen wurde, ist peinlich genug. Dass im zweiten Änderungsantrag jetzt sogar das Taschengeld der Gefangenen gekürzt werden soll, ist eine Unverschämtheit, finde ich. Die Verfassungsmäßigkeit hatten wir mehrfach oder hatten wir bei der Auswertung der Anhörung thematisiert. Und Sie haben das in Frage gestellt, weil dann würden ja andere Gesetze, vielleicht andere Landesgesetze in anderen Bundesländern vielleicht auch verfassungswidrig sein. Ich muss Ihnen sagen, ich habe eine Studie gefunden, die genau das besagt. Und zwar die Hallischen Studien zum Migrationsrecht, ein Aufsatz von Matthias Haag, benennt nämlich nur drei verfassungsgemäße Vollzugsgesetze in Deutschland für den Abschiebehaftvollzug in Bremen, Berlin und Brandenburg. Das finde ich sehr bemerkenswert. Das Problem bei der Verfassungsmäßigkeit, bei der Feststellung der Verfassungsmäßigkeit, dafür braucht es eine Klage. Das können leider nur die Gefangenen beantragen. Und naturgemäß wird ihnen das sehr schwer fallen, weil sie ganz andere Sorgen haben. Das ist sehr traurig, dass nun auch hier die Landesregierung, ich denke mal, wissend ein verfassungswidriges Gesetz, gleich nicht die Landesregierung, die regierungstragenden Fraktionen werden es beschließen. Sehr traurig übrigens auch, dass ein Gutachten von Professor Huber, was auf der Innenministerkonferenz vorgestellt wurde, hier überhaupt nicht zum Tragen kam, was auch aussagt, dass die Haft nicht über Richtlinien, über Verordnungen geregelt werden darf, sondern dass im Gesetz die Regelungen vorgesehen werden müssen, was hier nicht der Fall ist. Sehr schade. Sie haben ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, ein ordentliches Gesetz vorzulegen. Büren ist im Juli letzten Jahres geschlossen worden. Sie legen wissentlich ein verfassungswidriges Gesetz vor. Das ist bitter. Wir bleiben bei unserer Ablehnung. Ein letztes Wort zur Gewahrsamsordnung, die Sie gestern verschickt haben. Sie sagen seit 3 Monaten, dass Sie die vor der zweiten Lesung versenden. Das haben Sie tatsächlich eingehalten, 24 Stunden vorher. Ja, wir werden im Ausschuss darüber sprechen, glaube ich. Was da drin steht, Sie haben es gerade gesagt, die Abschiebungshaft so human wie möglich zu gestalten. Die tatsächliche Handlungsweise meiner Meinung nach ist nicht die Frage, wie können wir das den Menschen so gut wie möglich machen, sondern
Nach meinem Eindruck stand die Frage im Raum, wie können wir den Gefängnisaufenthalt so wenig rechtswidrig wie möglich gestalten. Das strahlt diese Gewahrsamsordnung aus. Und ich finde es eine Unverschämtheit, sich dann hier auch noch mit den Aussagen zurechnen zu lassen, dass man hier einen humanen Strafvollzug, einen humanen Abschiebehaftvollzug gestaltet. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Danke. Vielen Dank, Herr Herrmann. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr